Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir den Mustang Mach-E für euch hier. Und tatsächlich, dieses Auto, wie es hier gerade vor uns steht, das kriegt man so gar nicht mehr genau. Denn die Konfiguration hat sich ein bisschen verändert und dadurch auch die Preise. Aber eine gute Nachricht, die Preise sind tatsächlich ein bisschen billiger geworden. Denn die Liste, die wir bekommen haben, da kostet das Auto ungefähr 66.000 Euro. Wir haben es jetzt aber mal so zusammengestellt, wie man es ungefähr heutzutage dann bekommen würde. Und da kommen wir knapp auf 60.000 Euro, also deutlich billiger geworden. Hat sich verändert? Wir haben hier normalerweise den Mach-E als Normal- und nicht als Premium-Variante, aber hier mit Heckantrieb und der großen Batterie. Das gibt es jetzt aber allerdings nur noch in der Premium-Variante. Das heißt, wenn man das haben möchte, muss man das jetzt in der Premium-Variante sich konfigurieren. Aber wie gesagt, ist dennoch billiger geworden, was sehr, sehr gut ist. Schauen wir uns dennoch mal kurz das Design an. Auch wenn zum Beispiel die Farbe, die wir haben, die heißt Iced Blue Silver für 1000 Euro Aufpreis, die gibt es auch gar nicht mehr. Das heißt, die kann man so auch gar nicht mehr bekommen. An sich, der Unterschied zwischen dem Mach-E und dem Premium-Variante sind nur zwei kleine Unterschiede jetzt, die wir hier haben. Zum Beispiel haben wir jetzt nicht adaptives LED-Licht, wir haben normales LED-Licht und theoretisch haben wir jetzt auch noch 18 Zoll Felgen und nicht 19 Zoll Felgen, aber die schauen wir uns gleich ein bisschen an, wenn wir zur Seite gehen. Vorne gibt es nämlich auch ein paar interessante Sachen. Erstmal, ja, das fette Mustang-Logo ist halt die Frage, ne? Ist der Mustang Mach-E wirklich ein Mustang? Das schauen wir uns gleich auch bei der Fahrt ein bisschen genau an. Tatsächlich, hier haben wir sogar Heckantrieb, aber den gibt es natürlich auch als Allrad. Und klar, als GT-Variante hat er natürlich am meisten Leistung. Da hat er 487 PS. Hier haben wir jetzt nur 294 PS und 430 Newtonmeter. Damit schafft er tatsächlich die 0 auf 100 in 7 Sekunden und vom Max von 180 km/h. Aber wie gesagt, hat er sich dennoch das Mustang-Logo verdient. Ist ein bisschen schwierig. Ich finde, mit Mustang verbindet man immer so große, fette Motoren, V8-Motoren. Deswegen ein bisschen schwierig hier, Elektro, nur alles Mögliche. Aber naja, tatsächlich hier vorne haben wir eine Besonderheit, und zwar aktive Aerodynamik, die sich während der Fahrt öffnet. Haben wir einen kleinen Clip für euch gemacht, dann sieht man das ganz gut. Und da wir hier natürlich keinen fetten Verbrenner unter der Motorhaube haben, können wir die Motorhaube ganz auch einfach mal mit dem Schlüssel öffnen. Zweimal klicken. Und es klingt ein bisschen gewalttätig, aber das muss so. Und hier drunter haben wir den Trunk mit 80 Liter Stauvolumen. Also kann man hier viel reinpacken, Ladekabel, tatsächlich aber auch Einkäufe und so. Und das lässt sich, wie gesagt, ganz einfach mit dem Schlüssel öffnen, was sehr praktisch ist. Das heißt, du musst nicht unbedingt jetzt innen reingehen. Das Schließen ist nur auch wieder ein bisschen gewalttätig, bis das richtig funktioniert. Aber relativ praktisch zu benutzen, gerade bei, in der Stadt bei Einkäufen oder so etwas. Gehen wir zur Seite, und zwar hier haben wir jetzt, das ist der Unterschied zur Premium-Variante, hier haben wir die 18 Zöller, bei der Premium-Variante, wie du es jetzt bekommen würdest, theoretisch hätten wir 19 Zöller. Und ich finde, die 18 Zöller sind schon eindeutig zu wenig hier. Die Felgen, da hätte ich lieber größere Felgen, gerade wenn man es sportlich machen möchte, ja, passt das nicht so gut. Das sieht einfach designtechnisch nicht wirklich sportlich aus. Dafür ist es praktisch, aber für Bordsteine oder so, da haut man sich nicht direkt die Felge kaputt. Wir können aber direkt mal einen kleinen Bremstest machen, denn wir haben hier normale Stahlbremsen drin, die auch relativ groß sind. Gerade die Bremssättel sind relativ groß. Ich finde aber die Bremssättel relativ unspektakulär. Hätte man theoretisch vielleicht nochmal irgendwie lackieren können oder so. Aber wir machen mal einen Bremstest und schauen, wie schnell er von 100 auf 0 ist. 36 Meter ungefähr sind angegeben, oder das, was man erreichen kann, haben wir jetzt gesehen. Schauen wir, ob er das schafft oder ob er vielleicht sogar ein bisschen niedriger schafft. Das war nicht schlecht. Das war ein schnellerer Wert als beim RS5. 2,56. Ganz ruhig, machen wir wirklich wieder aus. Okay, 33 Meter. 33 Meter haben wir jetzt geschafft. Das ist tatsächlich ein sehr guter Wert. Ich weiß nicht, ob das könnte dann höchstens daran noch liegen, dass die Rekuperation noch reinkickt. Und deswegen einfach eine sehr gute, einen sehr guten Bremsweg hat, denn er hat ja tatsächlich vorne und hinten Scheibenbremsen. Oft hast du auch hinten dann teilweise bei Elektroautos nur Trommelbremsen. Aber 33 Meter schon ein sehr guter Wert. Wir haben einmal die Seite gewechselt und das hat auch einen guten Grund. Denn wie öffne ich dieses Auto? Wie komme ich hier überhaupt rein? Das ist ein bisschen anders. Wir haben hier überhaupt keinen Türgriff. Wir haben hier nur diesen kleinen Hebel. Aber tatsächlich ist dieser Knopf wichtig. Den muss ich einmal drücken. Und dann öffnet sich das Auto, es kommt sozusagen raus und hiermit kann ich es dann rausziehen. Und ihr seht es hier wahrscheinlich schon an der Seite, ich kann mir auch einen Code programmieren lassen, also mir geben. Dann muss ich erst diesen Code eingeben, bevor ich dann hier in dieses Auto reinkomme. Sehr praktisch, aber hinten zum Beispiel haben wir hier keinen Hebel, sondern da kommt einfach die Hintertür raus und man muss hier reingreifen. Ist aber ein ganz cooles Feature, ist mal ein bisschen was anderes. Und dadurch sieht halt sozusagen die Seitentür ein bisschen cleaner aus, als so die normalen Seitentüren mit Griffen.
Ich weiß nicht, ob man es jetzt unbedingt braucht. Könnt ihr mal schreiben, wie es euch so gefällt, ob ihr es eher praktisch oder vielleicht eher hinderlich findet. Ich meine, mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Ich weiß nicht, wie es auf längere Sicht ist. Es ist halt vielleicht einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es halt mal was anderes ist. Mit das Wichtigste beim E-Auto ist natürlich auch die Ladeleistung dieses Autos. Wir haben der Extended Range hier, also 98,7 Kilowattstunden Batterie drin. Die Nettonutzung davon sind 88 Kilowattstunden. Er kann theoretisch mit 150 kW aufladen und wir schauen uns jetzt mal an, was er geschafft hat, denn wir haben ihn gerade aufgeladen, oder besser gesagt, er lädt noch. Und wir sehen schon, wir haben hier von ich glaube, knapp 24% bis 82% 36 Minuten gebraucht. Und tatsächlich das Maximale, was wir geschafft haben, waren sogar mehr als die 150 Kilowatt, die angegeben sind. Wir haben maximal 159 geschafft. Dazu muss man allerdings sagen, dass er die 150 nur bis ungefähr 30% schafft, danach nicht mehr, danach um sie 100% bis ungefähr bei 80% bist, dann 100%? 100 kW schon. 100 kW. Danach 100 kW bis ungefähr 80%, da wird es dann deutlich weniger schon. Hier seht ihr auch nochmal die Ladekurve. Aber man muss echt dazu sagen, wir haben jetzt 36 Minuten geladen und insgesamt 55 Kilowattstunden reinbekommen. Also es geht schon relativ schnell und dadurch, dass man ja dann echt viel Reichweite hat, ist es auch für längere Reisen tatsächlich relativ praktisch. Man muss zwar kleine Pausen einplanen, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so schlimm wie bei manchen E-Autos. Jetzt natürlich die Frage, 17,3 Kilowattstunden sind angegeben, aber was verbraucht er wirklich? Wir sehen hier im Bordcomputer steht 16 Kilowattstunden auf die letzten ja fast 1000 Kilometer. Also schafft man wirklich die 17,3 locker, gerade auch wenn du in der Stadt fährst, ist der Verbrauch natürlich relativ gering, dadurch, dass wenig Energie verbraucht, also benötigt wird. Und dadurch schafft man halt auch die 600 Kilometer Reichweite auch ebenfalls locker. Klar, wenn du 180 fährst auf der Autobahn, dann schaffst du es natürlich nicht. Aber das ist natürlich auch bei jedem Verbrenner so, dass du die Reichweite nicht schaffst oder den Verbrauch. Aber wie gesagt, 16 Kilowattstunden haben wir und das ist sehr solide dafür, dass 17,3 Kilowattstunden von Ford angegeben sind. Damit wieder zurück zur anderen Seite. Hier an der Seite sieht man, finde ich, schon ganz gut so ein bisschen sportlicheres Design, ein bisschen abgeflachter. Hier hinten so einen kleinen Heckspoiler noch drin. Was ich jetzt nicht genau weiß, warum man es gemacht hat, vielleicht muss man das in Amerika, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es. Wir haben hier so gelbe Reflektoren an den Seiten, vorne und auch hinten, hinten und auch vorne. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht in Amerika haben muss, weil das hatte ich jetzt hier bei einigen Modellen, wo das relativ ähnlich aufgebaut war, nicht gesehen bisher. Hier hinten sieht man auch wieder ein bisschen, okay, das hat so ein bisschen Ford Mustang Vibes. Die Lichter, die man auch immer bei Ford Mustang dabei hat, hat man hier natürlich auch. Da sieht man dann, hat man schon die Parallelen zu den Mustang-Modellen. Den Kofferraum können wir auch mal öffnen. Das kann man tatsächlich auch sogar mit dem Schlüssel machen. Zweimal draufklicken. Dann öffnet sich auch der Kofferraum ganz automatisch. Falls man es aber nicht mit dem Schlüssel öffnen möchte, kann man es tatsächlich auch mit dem Fuß öffnen, ganz einfach. Hier drunter durch. Dann öffnet sich der Kofferraum ganz automatisch. Eine Sache, die uns so aufgefallen ist, hier hinten vor allem, ist, dass die Qualität hier halt schon nicht so gut ist. Man kann hier viel eindrücken. Man sieht hier auch so ein bisschen Spaltmaß. Da sieht man, dass irgendwie nicht gut verarbeitet wurde. Allgemein hier merkt man schon, dass hier irgendwie das schon ein bisschen locker dran ist. Weiß nicht, ob das so von der Qualität so für sich spricht. Hier haben wir nämlich ein Kofferraumvolumen von 402 Litern bis 1420 Litern, also sehr viel Stauraum. Wir können das hier auch einmal hochklappen. Hier noch so ein bisschen Platz für die Kabel, aber die Kabel kann man auch theoretisch vorne in den Frunk reinmachen, wenn man die lieber da ein bisschen verstauen möchte. Und wie gesagt, wenn wir es umklappen, 1420 Liter. Also insgesamt mit allen Staumöglichkeiten, die man hat, hat man wirklich ein sehr praktisches Auto, was gerade auch für schwere Transporte geeignet ist. Hingegen haben wir hier nur eine Anhängerlast von 750 Kilo. Das heißt, wir können nur 750 Kilo ziehen, was deutlich weniger ist als viele andere Modelle. Aber das ist halt auch dem E-Antrieb zu, ja, dem E-Auto, dadurch, dass es ein E-Auto ist, zu verschulden. Und zusätzlich haben wir auch keine Dachlast, also wir können nichts aufs Dach packen, was auch ein bisschen schade ist. Wir mussten die Racebox jetzt mal links hin machen, dadurch, dass wir hier eine beheizbare Scheibe drin haben und die Drähte anscheinend irgendwie, dass die GPS-Signale gestört haben. Hoffentlich funktioniert das jetzt hier links besser. So, 0 auf 100 schafft er in 7 Sekunden. Ob das jetzt auch wirklich stimmt, das schauen wir uns direkt mal an. Traktionskontrolle ist schon mal aus und wir haben den Modus schon mal auf Temperament vollgemacht und sogar Fahrgeräusche angestellt fürs volle Erlebnis hier. Jetzt muss ich kurz aufpassen. 6,86 Sekunden, also schneller als das angegeben ist. Ich meinte doch eben zu dir, 6,8 Sekunden, glaube ich, schafft er. Wir probieren es gleich nochmal aus, ob es nochmal ein bisschen schneller geht. Aber das ist schon ein sehr solider Wert dafür, dass 7 Sekunden angegeben sind. Man hat ja hier 294 PS. Ich muss sagen, es fühlt sich jetzt schon okay an, aber es fühlt sich jetzt auch nicht krass schnell an. Also gerade wenn man es richtig sportlich haben möchte, dann braucht man auf jeden Fall die GT-Variante mit 487 PS. Weil, das wird dann auch eher einem Mustang-Zeichen treu, anstatt so einem 200
anstatt die 294 PS, die wir jetzt hier drin haben. Wir haben ja nur Hinterradantrieb, deswegen nur zwei Reifen, die uns nach vorne bewegen. Aber tatsächlich durchdrehen tut hier gar nichts. Dafür reicht die Power dann nicht aus. Okay, 7 Sekunden nur, also das war deutlich langsamer. Also 6,8 Sekunden das schnellste oder 6,8. 6 waren es, glaube ich, das, was wir erreicht haben. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er am Anfang von 0 auf 50 einen mehr in Sitz drückt, als er, was er tut. Okay, 6,93, also mehr schaffen wir nicht. Also 6,86 ist das niedrigste, was wir geschafft haben mit zwei Personen hier drin. Das ist aber schon sehr solide dafür, dass 7 Sekunden angegeben sind. Die Qualität von Mustang Mach E im Innenbereich ist tatsächlich relativ hochwertig. Wir haben hier oben zum Beispiel relativ hochwertige Materialien. Hier sieht man auch schon, wir haben das Bang & Olufsen Soundsystem drin. Ich glaube mit 540 Watt insgesamt hört sich... 560? Ja. 560 Watt hört sich insgesamt aber auch recht gut an. Tatsächlich, was so ein bisschen fehlt, sind ambiente Beleuchtung, gerade nachts. Das hat man hier nicht so krass. Aber dafür hat man hier viel Stauraum, viel Platz. Man hat hier zum Beispiel eine hohe induktive Ladefläche, eine sehr große, aber nur eine. Hier ist keine drauf, also nur die eine Seite des induktives Laden möglich. Aber auch hier unten hat man zum Beispiel noch Stauflächen. Und tatsächlich eine Sache, die ich euch mal kurz zeigen kann, ist, wenn ich hier die Matte rausnehme fürs induktive Laden. Sieht man hier die induktive Ladefläche und hier noch das Mustang-Logo drin. Bisschen versteckt, aber eigentlich ganz cool. Nice to know, sag ich mal. Zusätzlich zwei Cupholder. Und auch hier große Armlehne, große Ablegefläche. Hier kannst du viel reinmachen. Das kannst du aber auch optisch dann zumachen, wenn du es möchtest. Und hier ist auch noch der Ganghebel. Oder Gangdrehrad, besser gesagt, ist hier. Fühlt sich aber qualitätstechnisch tatsächlich relativ minderwertig an. Also nicht gerade gut. Ja, aber es funktioniert alles ganz gut. Das Lenkrad, wir haben hier noch Klöpfe, aber hier auch relativ viel Plastik dran. Wirkt ein bisschen auch, als hätte man da eingespart, hat man wahrscheinlich auch. Aber ansonsten, es liegt ganz okay in der Hand, aber das schauen wir uns auch gleich während der Fahrt nochmal an. Wir haben noch ein kleines digitales Cockpit, aber kein Head-Up-Display, das kriegst du nicht, das gibt es hier nicht. Aber das schauen wir uns gleich bei der Fahrt nochmal ganz genau an. Zusätzlich haben wir hier Ledersitze drin mit Sitzheizung und eine 2-Zonen-Klimaanlage, die hier im Bildschirm integriert ist. Das heißt, hier im Bildschirm können wir hier unten die Klimaanlage einstellen und hier, wie gesagt, 2 Zonen, das heißt individuell einstellen auf Beifahrer oder Fahrer. Wir können auch mal ganz kurz einen kleinen Blick ins Infotainment-System, einen ganz kurzen Blick ins Infotainment-System werfen. Da seht ihr hier schon, wir haben eben gerade ein bisschen gepuzzelt, denn du hast hier so kleine Spielmöglichkeiten. Ich glaube, hier ist das Main-Menü, was du hast, wo du unterschiedliche Einstellungen hast. Wir haben zum Beispiel auch Apple CarPlay oder Android Auto, das vergesse ich oft zu sagen, haben wir auch hier drin. Und auch Navigationssystem und alles. Und hier über Sketch, ja, sind wireless. Und hier über Sketch hast du halt unterschiedliche Möglichkeiten. Hier kannst du zum Beispiel zeichnen, wenn du willst. Oder aber du hast halt auch so Spielmöglichkeiten, wie eben das Puzzle, was wir hatten. Also ist ganz cool eigentlich. Hast hier viele Sachen drin, die so ganz lustig machen. Und ich finde das Infotainment-System, also das Display hier in der Mitte, ist halt 15,5 Zoll groß und ist auch riesig. Und auch hier mit der Bedienfläche, hier mit dem Drehding in der Mitte, was so integriert ist, wirkt es auch ganz gut, aber der Winkel ist ein bisschen unpraktisch für den Fahrer, weil als Fahrer schaut man ja meistens gerade außen und wenn du rechts schaust, das ist ein bisschen gerade, es müsste eher so geneigt sein zum Fahrer ein bisschen, das wäre deutlich praktischer. Aber ich finde, es erinnert so ein bisschen an Tesla, weil man hier einfach ein großes Infotainment-System drin hat. Falls ihr irgendwie nicht Apple CarPlay benutzen möchtet, obwohl ich das eigentlich immer benutze, haben wir natürlich auch noch die normale Navigation drin, die ganz okay funktioniert, aber ich finde halt Apple CarPlay immer ein bisschen besser, weil es halt einfach, ja, immer flüssig funktioniert und eigentlich immer relativ zuverlässig ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf der Kamera gerade seht, aber hier oben ist so ein kleines Ford-Auto drin, also der kleine Mustang Mach-E. Und da kannst du einmal draufklicken, dann haben wir hier zum Beispiel auch die unterschiedlichen Fahrmodis, aber wir haben auch zum Beispiel, kann ich hier einmal die Kamera öffnen, 360-Grad-Kamera sieht man dann, aber ich kann auch zum Beispiel, ja, den Kofferraum öffnen. Das können wir einmal machen. Ich glaube, ist er gerade offen? Nee, der ist gerade zu. Kann ich einmal den Kofferraum öffnen und sieht man hier, es wird auch angezeigt und man hört es jetzt auch gerade, glaube ich, öffnet er sich auch relativ praktisch, kannst hier ein paar Sachen einstellen, ist ganz cool gemacht. Wir haben hier hochwertige Materialien und nur ganz unten ein bisschen Hartplastik und was jetzt auffällt direkt ist der Türgriff, denn der ist anders als bei den normalen Autos, der ist so ein bisschen integrierter drin, ein bisschen kleiner, ein bisschen versteckt, gerade am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und ich finde, man muss aufpassen, dass man es nicht mit dem Fensterhebel verwechselt, denn es gibt so ein bisschen Vibes davon. Also das wäre nämlich nicht so gut, wenn du während der Fahrt dann einfach die Tür öffnest, obwohl du das Fenster öffnen möchtest. Deswegen gehen wir direkt mal auf die Rückbank und da zeige ich euch auch, was ich euch empfehlen würde. Und deswegen, gerade wenn man jetzt hier hinten sitzt und hier hinten transportiert man ja meistens entweder Kinder oder halt Freunde oder so, die das Auto vielleicht gar nicht so gut kennen wie man selber. Und auch hier hinten haben wir wieder diesen Türgriff.
Deswegen würde ich empfehlen, einfach die Kindersicherung vorne reinzumachen, weil es schon mal passieren kann, dass man das verwechselt. Einfach so, man greift da irgendwo hin und macht, zieht dann einfach dran und denkt, das ist hier fürs Fenster. Aber im Endeffekt öffnest du dann die Tür. Deswegen vielleicht einfach mal Kindersicherung reinmachen und dann ist man auf der sicheren Seite, bevor irgendwelche Schäden passieren. Hier hinten allerdings hat man sehr viel Platz. Kopffreiheit ist gut, die Beinfreiheit ist sehr gut. Wir haben auch noch die Klimaanlage, die man hier einstellen kann. Also du kannst nicht die Temperatur ändern, aber du kannst halt die Lüftung ein bisschen einstellen und dazu auch noch einen USB-C und USB-Port. Also recht praktisch. Ledersitze auch hinten natürlich, da schwitzt man immer ein bisschen, aber fühlen sich sehr gut und sehr hochwertig an. Auch in der Mitte natürlich, dadurch, dass wir ein Elektroauto haben, haben wir hier deutlich mehr Platz als bei einem Verbrenner. Zusätzlich haben wir auch noch eine kleine Armlehne hier drin mit zwei Becherhaltern. Aber es gibt wieder nicht die Möglichkeit, dass man das hier in der Mitte irgendwie umklappen kann, um längeres Material zu transportieren. Das gibt es leider hier hinten auch wiederum nicht. Die Isofix-Points hier hingegen sind auch wieder gut erreichbar. So ein bisschen versteckt hier drin, aber gut erreichbar. Und eine Sache, die mich vielleicht so ein bisschen stört an dem Auto, ist der Dachhimmel, weil der ist in so einem Grauton einfach. Und da vielleicht in Schwarz oder so wäre schon ganz cool gewesen, hätte man die Option gehabt. Aber ist jetzt hier leider in Grau drin. Und man kann auch ein Panoramadach bekommen. Panoramadach ist natürlich auch mal cool. Das Auto lässt sich auch gut und komfortabel über längere Strecken fahren. Einerseits dadurch, dass wir natürlich eine Reichweite von über 600 Kilometer haben, aber auch dadurch, dass wir halt viele Assistenzsysteme drin haben. Wir haben zum Beispiel Lane Assist, adaptiver Lane Assist, also Spurzentrierung. Wir haben Tempomat, adaptiver Tempomat drin. Wir haben Verkehrszeichenerkennung. Er regelt sogar das Tempo, den Tempo an die Verkehrszeichen an. Das heißt, wenn jetzt sozusagen gerade 100 erlaubt, wenn dann 80 ist, dann fährt er auch nur noch 80. Das ist wirklich als sehr praktisch und sorgt halt dafür, dass gerade auf längeren Strecken es sehr angenehm ist, dieses Auto zu fahren. Und zusätzlich sind auch zum Beispiel die Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten außen und allgemein die Rollgeräusche sehr leise. Und dadurch, dass wir auch keinen Motorsound hier haben, ist es, wie ich schon meinte, halt einfach sehr komfortabel, dadurch dann längere Strecken zu fahren. Gerade wenn man in der Stadt fährt, ist die Rundumsicht ja besonders wichtig. Und die ist in dem Auto auch relativ gut. Wir haben zwar nicht ganz so große Seitenspiegel, aber dafür sehen wir hinten raus relativ gut. Nur die C- und D-Säule sind etwas groß, aber das geht ja, dadurch, dass wir auch zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera haben. Gerade fürs Einparken ist das dann sehr praktisch. Hier oben haben wir ein kleines digitales Cockpit drin, wo man aber nicht wirklich was verstellen kann. Aber du siehst so die nötigsten Sachen, wie schnell du fährst, wie viel Reichweite du noch hast und noch so ein bisschen die Assistenzsysteme, die du gerade anhast. Ich hoffe übrigens, dass hier gerade nicht zu sehr das rote Flaggern ist von den Sensoren, die hier drin sich befinden. Zum Beispiel die für Müdigkeitssensoren oder so, weil das könnte man auf der GoPro tatsächlich sehen. In echt siehst du es natürlich nicht. Ja, wie gesagt, Head-Up-Display haben wir leider auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Und das Digital Cockpit ist allgemein sehr minimalistisch gehalten. Stört mich jetzt aber gar nicht so, weil es lenkt dadurch nicht so krass ab und du siehst die wichtigsten Informationen. Jetzt gerade, wo wir uns in der Stadt befinden, kann ich euch mal ganz kurz die 360-Grad-Kamera zeigen, wenn ich jetzt hier meinen Rückwärts einlege. Ihr seht die 360-Grad-Kamera, hinten Rückfahrkamera, sehr praktisch fürs Einparken und macht es wirklich sehr gut. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen, ja, nicht hinderlich ist, aber ein bisschen unpraktisch, ist der Wenderadius. Der ist halt 11,6 Meter, was okay ist für einen SUV, aber auch nicht besonders, ja, besonders wenig ist. Also in der Stadt könnte es dann schon sein, dass das ein bisschen eng manchmal wird. Das Fahrwerk ist, finde ich, tatsächlich relativ bequem. Es ist jetzt allerdings nicht sportlich. Man hätte ja jetzt denken können, okay, wenn wir jetzt hier Mustang, dann muss das irgendwie sportlich abgestimmt sein. Das ist es allerdings nicht. Aber hingegen ist es auch nicht komplett so gut wie zum Beispiel eine Mercedes GLC. Dort ist es auch nochmal deutlich weicher und ein bisschen sanfter. Dadurch hat man so ein Mittelding, was aber okay ist und ich finde auch auf längeren Strecken gar nicht so stört. Gerade aber wenn man sich dann eher ein SUV sucht, wo man wirklich sehr, sehr bequem drin sitzt, ist das hier zwar zum Teil gegeben, aber da gibt es auch noch andere Modelle, wo es deutlich mehr ist. Zum Beispiel haben wir auch keine elektrischen Sitze drin, was ein bisschen schade ist. Die Sitze an sich sind sehr bequem und man sitzt auch sehr gut drin, auch wenn bei Ledersitz natürlich man immer ein bisschen schwitzt. Aber wir können sie jetzt nicht elektrisch einstellen oder Memory Function oder sowas haben wir auch hier drin nicht. Wir sind jetzt die ganze Zeit im Zahnmodus gefahren, also in dem ruhigeren Modus, wo er ein bisschen entspannt fährt, nicht so viel Leistung zur Verfügung hat. Es gibt noch den Aktivmodus, das ist den, den man eigentlich im Alltag benutzt, wo es so ausgewogen ist. Und dann den temperamentvollen Modus, der sportliche Modus, wo die Rekuperation relativ hoch ist, aber auch eher sehr am Gas hängt. Und zusätzlich, falls man noch ein bisschen ökofreundlicher fahren möchte, gibt es noch diesen L-Modus hier unten für Low. Da hat man nicht so viel Power zur Verfügung. Aber wenn ich schon Mustang habe, dann möchte ich auch mal Gas geben. Und das können wir auch hier natürlich gleich machen. Und er hat was andere Mustang-Modelle auch haben. Erstmal Heckantrieb haben wir hier. Das kannst du natürlich auch als Allrad bekommen. Haben wir hier aber nicht. Aber Heckantrieb, Heckantrieb haben wir. Ja, das kann ja spaßig werden, Digi. Ach, am Handy dabei auch wieder, Typ. Schön die deutsche Landstraße.
Ja, genau. Wir haben ja Heckantrieb und zusätzlich halt ein sehr loses Heck, also sehr viel übersteuern. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal bei engeren Kurven. Also das hat er gleich wie alle anderen Mustangs eigentlich auch, wofür sie bekannt sind, sehr loses Heck. Das heißt, man muss schon teilweise auch aufpassen, dass man da nicht zu viel Gas aus den Kurven rausgeben möchte. Außer du willst natürlich ein bisschen driften, dann kannst du es natürlich machen. Aber wie gesagt, muss man immer mit Vorsicht genießen. Dafür machen wir mal Traktionskontrolle aus kurz. Ich hoffe, jetzt kickt nicht der Vorführeffekt, sondern wir probieren das jetzt einfach mal aus hier in der nächsten Kurve. Ich glaube, man hat schon ein bisschen gehört, es ging aber noch. Also ich glaube, gerade wenn du die GT-Variante hast, mit noch mehr Leistung, ist das tatsächlich sehr bodenlos. Aber ich glaube, die GT-Variante ist tatsächlich Allrad. Ja. Also da hast du dann wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie bei einem heckbetriebenen Fahrzeug. Man hat es jetzt auf jeden Fall schon gehört, aber man fühlt sich auch relativ sicher, wenn man das macht. Jedenfalls als Fahrer, ich glaube als Beifahrer. Ja, geht ist so, schon ne? Interessant. Na, ganz fehlt da so ein bisschen Leistung noch, damit man das richtig wirklich machen kann, wie bei... ja, bei der GT-Variante wäre es doch theoretisch dabei, aber das hat man ja Allrad. Aber ansonsten, ja, wir können halt mit dem hier nur 180 fahren, ist ja abgeriegelt. Ich glaube, 186 hatten wir auf dem Tacho geschafft oder so, oder was sogar noch ein bisschen mehr. Aber in dem Bereich befinden wir uns also sportlich, geht so. Die sportliche Abstimmung ansonsten, das Fahrwerk ist halt auch ein bisschen auf Komfort. Jetzt hat man es so ein bisschen gemerkt, aber das war jetzt auch ein bisschen unter- und übersteuern dabei gewesen. Aber das Heck bricht auf jeden Fall aus. Da muss man dann schon vorsichtig fahren mit. Ansonsten der Antritt von dem Auto bei der Beschleunigung, er hängt natürlich sehr gut am Gas, auch durch die 430 Newtonmeter. Aber es fühlt sich halt jedes Elektroauto an sich gleich an. Und die 294 PS, die man hier hat, fühlen sich jetzt nicht ganz an wie 294 PS, eher ein bisschen weniger. Ein bisschen unspektakulär, gerade von 0 auf 50 hätte ich ein bisschen mehr erhofft, was das sportliche Fahren angeht. Also das Mustang, als Mustang würde ich es jetzt nicht unbedingt sehen, sondern einfach als... Da hatten wir es jetzt richtig gemerkt, das Übersteuern. Also wie gesagt, als Mustang vom richtig sportlichen Fahren hast du es hier nicht. Mein Fazit zum Ford Mustang Mach-E. Wenn man sich wirklich einen sportlichen Elektro-SUV kaufen möchte, dann empfehle ich jedem die GT-Variante. An sich für unter 60.000 Euro bekommt man hier allerdings einiges. Wir haben viel Stauraum, sportliches Fahren ist mir aber nicht wirklich angesagt. Gerade das Mustang-Logo verdient dieser Mustang eigentlich nicht. Das hat nicht viel mit dem Mustang zu tun. Aber wie gesagt, er ist praktisch, er hat hohe Reichweite, er hat eine große Batterie, was sehr gut ist. Also als Elektroauto, als reines Elektroauto, gerade auch für Familien oder so, ist es wirklich sehr, sehr praktisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und abonniert unseren YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut!